Also es war nicht so, dass ich jetzt der große Bürgerrechtler oder Kämpfer war. Ich war auch noch relativ jung. Aber ich habe mir gerne Sachen rausgenommen, die ich mir natürlich auch leisten konnte, weil ich nicht darauf angewiesen war, dass dieser Staat mir eine Perspektive, eine Karriere bietet. Das hatte ich abgehakt längst. Und diese Besuche in der amerikanischen Botschaft waren tatsächlich für mich so eine Mischung. Erstens konnte man dort westliche Zeitungen lesen in der Bibliothek und formal konnte die DDR ja auch einem nicht verbieten, in eine diplomatische Vertretung zu gehen. Und gleichzeitig war es für mich auch tatsächlich so ein bisschen eine Genugtuung, die ein bisschen zu piesacken und zu sagen, guckt, eure Leute gehen dann auch in die amerikanische Botschaft sozusagen zum Feind. Ja, das war in manchem natürlich in dem Alter auch was Spielerisches. Es war dann so, wenn man dort wieder rausging, und das war ja in der Nähe des Bahnhofs Friedrichstraße, konnte man schon sehen, von irgendwoher kam dann ein Polizist, steuerte auf einen zu und machte eine sogenannte Fahndungskontrolle. Man musste den Ausweis vorzeigen. Das wurde dann alles auch notiert. Ich war mir darüber im Klaren, dass es für mich keine großen Konsequenzen haben würde. Das wäre anders, wenn ich an einer staatlichen Universität gewesen wäre. Sowas hat mir durchaus Spaß gemacht, ja. Warum haben Sie, ich formuliere es mal, den stilleren Weg gewählt und nicht den lauteren Weg? Eine interessante Frage. Hat vielleicht mit meinem Naturell zu tun, hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Weg bis dahin mich noch nicht in die lauteren Umgebung auch geführt hat. Es ging ein wenig los, tatsächlich dann auch im Sommer 1990, im späten Frühjahr. Wir hatten einen Pfarrer der Brüdergemeinde hier in Berlin, der sich sehr bald auch bei Bündnis 90, nein, die hießen damals noch nicht Bündnis 90, die Grünen, sondern bei einer der Bürgerbewegungen engagiert hat, Demokratie Jetzt. Und der hat mich da auch so ein bisschen reingeholt. Da gab es so eine Basisgruppe, die sich Gedanken machte, noch nicht über die ganz großen Fragen, aber die großen schon, also Bildungspolitik etc., kommunale Fragen. Das hat mich doch sehr auch ja, angestachelt, da ein bisschen aktiver zu werden, ohne jetzt gleich jeden Tag auf die Straße zu gehen.